Das Imperium hatte eine Fregatte, die Fracht unglaublich sicher transportieren konnte, vermutlich sicherer als jedes andere Schiff. Denn Überfälle waren bei der eigentlich immer erfolglos. In Zeiten, in denen das Imperium expandierte und Piraten und Rebellen immer wieder imperiale Schiffe überfielen, entwickelte das Imperium die Fregatte der Sterngalionenklasse. Bei einer Länge von 300 Metern war diese mit einer Bewaffnung von 10 Turbolasern und einem Aufschlagsraketenwerfer sehr gut für ihre Größe ausgestattet, was ihr gegen Angreifer deutlich half. Sollte so eine Sterngaleone aber doch geentert werden, war sie mit modernen automatisierten Anti-Eindringlingswaffen im Inneren ausgestattet und konnte bei sehr wichtiger Fracht auch noch bis zu 300 Soldaten mit sich führen. Hätte ein Feind aber all diese Hindernisse überwunden, war so eine Sterngaleone aber auch mit speziellen Frachtcontainern ausgestattet, die sie abwerfen konnte. Die Container hatten dann selbst einen Hyperraumantrieb verbaut, der sie zu zufällig generierten Koordinaten schickte, die nur von bestimmten imperialen Agenten verfolgt werden konnten. Eine solche Fregatte zu überfallen, um ihre Fracht zu klauen, war also so gut wie unmöglich. Für weitere kurze Star Wars Videos wie dieses, lasst ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.